So, weiter geht's. Hallo Leute, ich bin's mal wieder, euer Chuppi. Und willkommen zur neuen Folge von Final Fantasy XII, The Zodiac Age. Und weiter geht's, wo wir letztens aufgehört haben. So Vaughn really is all right. I didn't think I'd ever get to see him again. You will join him soon. And until then, I shall see that you are kept from harm. Thank you. I am troubled. The Rabbanaster Imperial Guard appear to have overstepped their bounds. I intend to speak on this with the Consul. What? Vane Solidor, the Consul, is my brother. The first duty of the Consul is to maintain order in Dalmasca. My brother is not one given to failure. Perhaps things aren't going as well as they might be, but give him a little time and he will put things to rights. Be not troubled. My brother is a remarkable man. He frightens me. Why? I'm sorry. He is your brother. It's just, you don't understand how much we lost to the war. My friends, my parents. So you fear the Empire? Listen to me. The men of my family, we are taught to place the needs of others before those of our own. I will see that you are kept from harm. It is my duty to House Solidor. But how? How can I trust you? Because I give you my word. My brother would do no less. I knew there must be more to it, but to find you at the end of this tale? Ah, to see the Marquis's face when he learns of it. I should like nothing more. I would meet him and see for myself. How say you, my lord? There is little to be said. I shall arrange a meeting with the Marquis. We shall expect you at the estate. Okay, alles klar. Anscheinend ist der Vane jetzt nicht so schlimm, aber ich finde trotzdem, dass er nicht der so der netteste Typ ist. Denke ich mir. In den Lusumin ist ein schreckliches Monster aufgetaucht. Die Förderbänder stehen still. Macht den Wurm den Chaos. Ja, klar, nehmen wir. Mutige Kopfgeheer können an folgenden Orten genaue Infos über den Mob einholen. Ah, also direkt von Lusumin. Okay. Ist das hier so ein... Ah, das ist hier zu schwebenden Wolke. Ja, das ist so wieder so ein Inn. So eine Bar, so eine Taverne, ähnliches Ding halt. Ja, ich verstehe. Dann können wir jetzt auch Missionen machen. Aber Missionen... sind hier gerade ein bisschen ungünstig, wie es scheint. Ja gut, Magie haben größere Wirkungen. Bringt nichts. Was haben wir da? Feuerwaffenlizenz 7. Ui. Und hier kommt Flutwelle schon als nächstes. Schon bald. Wenn wir hier noch die leichte Lizenz hier machen. Dann Merlin-Lizenz. Zack, zack. Und dann können wir gleich Flutwelle machen. Was ist das? Wildern-Lizenz. Wildern generische Gene im kritischen Zustand werden beklaut. Ah, alles klar. Hier haben wir noch nichts Spezielles. Was haben wir hier? Was ist das eigentlich? Ja, Potion fällt, also stärkere Wirkung der Potions. Ist es auch nicht das Beste. Na, dann machen wir hier noch das. Und hier so eine Gambit-Zeile. Was haben wir hier mit Barsch? Barsch könnte Schildlizenz zweimal machen, falls wir ein besseres Schildball bekommen werden. Und Rüstung. Ja, Rüstung 2. Na, Rüstung, der lassen wir mal ganz kurz. Hier, was haben wir denn hier? Wir können hier gleich die rote Hydra holen. Dann machen wir das. Dann machen wir das mal so. Dann können wir gleich die TP hier holen und hier Heraus-Lizenz auch. Machen wir die drei Sachen gleich.
Dann nehmen wir statt Fran mal Balfir, damit wir ihn auch mal ein bisschen leveln können. Dann gehe ich mal wieder ganz kurz in die Lusominen, um zu gucken, ob da jetzt hier, ob wir den überhaupt besiegen können, ein Typ wieder. Hier nach oben. Dann holen wir uns noch die Informationen von dem einen Mann da. Und dann gucken wir, ob... Da, du bist es. Oink, hast du etwa einen Blick auf die Anschlagetafel geworfen? Klar, du bist wegen der Steckbrüste hier, stimmt's? Was ist erledigt, so ein Nitag für mich? Puh, da fällt mir aber ein Magnet vom Herzen. Also pass auf. Trotz des Monsters konnte dank magischer Barrieren in den Minenwestern gefördert werden. Doch diese Barrieren sind jetzt durchbrochen. Vielmehr, irgend so ein Depp hat sie zerstört. Und wir Minenwächter haben den Salat. Nitag, eine riesige Schlange, die bislang tief in den Stollen hauste, hat sich in den vordersten Minenbereich gewagt. Die ist eine Nummer zu groß für uns, daher brauchen wir unbedingt Hilfe. Nitag soll sich an der Weggabel und direkt am Anfang der Stollen befinden. Mein Magen und ich zählen auf dich, Mann. Alles klar, Nitag. Am Anfang der Stollen irgendwo. Clanbericht. Mobliste. Nitag da. Karte öffnen. Also gar nicht so weit. Na dann. Gehen wir mal hin. In die Lusominen wieder. Um da ein bisschen Sachen zu farmen. Let's go. Aber ich mache jetzt hier mit erhöhter Geschwindigkeit. Damit wir nicht immer so lange warten müssen. So. Sehr gut. Next. Aber da wir Fran jetzt hier nicht haben, sondern nur Barsch und Balfir, ist es halt ein bisschen mehr mit dem Healen, aber hey, kriegen wir auch hin. Aber ich nehme jetzt hier jeden Gegner mit, fürs Erste. Die XP sind halt wichtig, das ist halt die Sache. So, da, komm. Balfir, Techniken. Klauen. Nee, ich dachte, das wäre wild dann schon. Geklaut Gegner. Oh, er ist tot. Okay, nevermind. Einen Windstein. So, noch ein Windstein. Aber trotzdem gehen wir jetzt mal kurz den Weg hinter. Einfach nur der XP willen. So, hier noch die. Jetzt kommen die ganzen Skelettis auf uns zu. Vielleicht können wir den Nitag einfach one-shotten mit Wands. Vielleicht können wir Nitag einfach one-shotten mit Wands. Wie heißt das? Dolch. Das wäre doch mal was, ne? Aber bis jetzt hat er noch nicht so hart getriggert, der Dolch, muss ich sagen. Wir sind wieder falsch gelaufen, ne? Ja. So, dann machen wir so. So, sie heilt mich. Oh Gott, heilt sie wenig. Naja. Nein, nicht dich selber heilen. Ist auch komplett lost, ne? So. Oh, hier ist eine Kiste. Also ein Schatz. Ein High Potion. Ah. Alles klar. Den machen wir so. Damit Baufier auch ein paar Level bekommt. Den finde ich nicht vernachlässigen. So. Und weiter geht's. Ich bezweifle aber jetzt gerade stark. Allein jetzt von dem, was ich jetzt hier gerade sehe. Dass wir auch annähernd hinbekommen, diese Schlange da zu töten. Mal gucken. So, ein Erdstein, ja nice. Einfach so viel Loot wie möglich. Das ist am besten. Da ist er ja. Dann sehen wir gleich.
dann mache ich lieber nicht Bang 4, mach ich eher Warn. Friend daher. Mit dem Feuer und Blitz hat jetzt. Okay. So, und du, Junge, du kannst. Du bist schwach gegen. Geh mal ein bisschen näher. Der hat Courage sogar drauf. Ach du Kacke. Was kannst du nicht, Basch? Aha, Analyse. Wir bringen das nix. Also wirklich nix. Was soll das? Rettung, Mann. Was ist das für eine Kacke? Die hat 100. Wit. Wie viel Damage hat er gerade gemacht? Ich merke schon, es sieht wieder nicht super aus. Och, der hat sie getötet. Ja gut, Brudi. Das ist jetzt nicht das, was ich jetzt mir vorgestellt habe. I never miss. Wow. Kriege ich auch anscheinend nur einmal jetzt hin. Aber es waren 1800 Damage. So, Ball 4 macht jetzt erstmal eine Phönixfeder auf Fran. So. Tu. Barschbrudi. Können wir mal eine Heilpotion. Das wäre gerade das Beste. Ja, solange hier Basch tankt. Mit Wahn ist das eigentlich ziemlich nett. Hätte ich jetzt gerade behauptet, aber. Speerstich, holy moly. Du verwendest jetzt erstmal einen Dunkelsplitter auf ihn. Na, hat nicht viel gebracht. Komm, er ist fast tot. Greift er gefühlt schneller an, wenn was tot ist? Dann mach ich jetzt mal noch High Potion auf mich selber. Du machst jetzt auch eine High Potion auf dich selber. Und dann kommt Ball 4 weg, kommt Wahn hier, Fran hierher. Und zieht sich selber mal eine Potion. 5 Treffer, ja? 5 fucking Treffer. Are you serious, ne? Ich muss Wahn wiederbeleben. Der hat den letzten Shit geblockt, ne? Ekelhaft, dass 5 Hits einfach macht. So, High Potion. Und du gibst ihm eine High Potion. So, dir selber gibst jetzt erstmal noch wieder eine High Potion. Ja, triff 5, 6 Mal, 7, 8 Mal. Ja, mach einfach. Mach einfach. Jung, kein Stress, hier. Einfache Heilungsmethoden. Let's go. Wenn ich jetzt alle meine High Potions einfach für den Kackgegner. Ja, Basch steht jetzt einfach nur da und ist einfach Kanonenfutter. Ah ja, 7, 8. Ja, klar. 8 Hits hintereinander. 9 Hits hintereinander. Das ist insane. Er ist tot. Wenigstens das. Sieg über Nidhegg. 9 Treffer hintereinander hat er gemacht. Vorhin gerade. Bei Basch. Ach du Kacke. Na, der war nicht einfach, muss ich sagen. Der war echt nicht einfach. Da muss ich schon echt viele Potions ziehen gerade.
Und diese, die Irrlicht-Ulti von Ball 4 hat uns auch hart gerettet. So, dann gehen wir mal schnell wie möglich wieder raus hier. Und heilen uns mal wieder voll. Uiuiuiui, nämlich. Und ich muss sagen, das war echt einer der schwierigeren Gegner. So, Warn. Fran. Fran hielt Warn. Auf entspannt. Und Warn metzelt sich jetzt einfach hier durch. Auf entspannt. Die anderen kriegen hier natürlich auch die LP, aber die Erfahrung kriegen ja nicht alle. Die Erfahrung kriegen halt nur die, die dann auch aktiv im Kampf mitmachen. Also sind manche einfach niedrigere Level. Ah, Fran hat Stufe 11, nice. Und gefühlt kämpft Warn immer mit. Weil er sozusagen der Hauptcharakter ist, obwohl er eigentlich jeder von denen eigentlich ein Hauptcharakter ist. So, ein Aquarospieler. Na, wie nett. Und wieder da hat das Spiel gedacht, wie das Spiel gönnt. Da haben wir die Dings halt auch irgendwo triggern können, der Mörder durch. Einfach den Effekt kampfunfähig drauf und bam, der wäre weg gewesen. Neat Hack. Hätte ich annähernd irgendwas machen können eigentlich. Aber hey. Es wäre dann viel zu einfach, wenn Warn jetzt einfach alles überall durchrennen und alles one-shotten würde. Nehmen wir Stabuji aber. Dann holen wir uns gleich mal unsere Belohnung ab. So, was sagst du denn? Na, warte, ich geh mal gut speichern. Nicht, dass dann jetzt kommt hier. Ja, bla bla bla. Die irgende Kacke. So. Du hast Niedek wirklich erledigt? Hurra! Endlich kann ich in der Mine weiter gefördert werden. Hier ist der Dank für die Arbeit. 600 Gel, eine Rosenkorsage und. Balaklava. Aha. Und das kannst du auch behalten als Andenken. Ist ein Ei von Niedek. Wenn du das gut abkochst und futterst, gibt's ordentlich Muckis. Ein Schlangei. Gut. Alles klar. Haben wir anscheinend einen neuen Helm. Ui, 12 Magieabwehr. Leichte Rüstung Lizenz 4 braucht. Leichte Rüstung Lizenz 4 haben wir hier. So, sehr nice. Ausrüsten. Können wir eigentlich ausrüsten hier? Ja. Dann hat er das an und sie kann sich den Helm anlegen. Nein, den Lederhelm. Ach, braucht sie auch wieder eine Lizenz dafür? Okay. Wo haben wir denn da einen Lederhelm? Da. Tja. Sehr gut. Ausrüsten. Warn. Fran, sei schon. Lederhelm. Sehr gut. Dann, was ist das für ein Item? Rosenkorsage. Negiert Stumm und Abwehr 2. Und Gladiatorenharnisch ist gut. Ja. Dann nehme ich die Rosenkorsage. Lizenzen. Sie. Ach, erster hinten. Ach du Kacke. Diamantenreif, Gladiatorenharnisch. Ja, super. Na, dann haben wir noch ein bisschen was vor uns. Bis wir es tragen können. Weil Barsch den Gladiatorenharnisch will ich dann schon lieber anlassen. Ah, schon ziemlich wichtig. So, haben wir noch ein bisschen Geld bekommen. Sehr gut. Dann haben wir den auch erledigt. Hier ist der Straßenhändler. Und da kann man nur normale Potions holen, aber High Potions waren anscheinend jetzt doch nicht so oft da. Ja gut, dann gehen wir mal dahin, wo wir eigentlich hin müssten. Da haben wir mal kurz einen Abstecher gemacht. Da. Und dann da nach oben. Wo sind wir denn da? Aber gut, bevor wir da hingehen, würde ich sagen, dann beende ich die Folge erstmal hier. Auch wenn es eine kurze Folge ist, dann ist es einfach die Folge, wo wir Niedek jagen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao!